Ich freue mich sehr, im Rahmen der Reihe Ästhetik der religiösen Begegnung zu dem Thema Religion, Spiritualität und Heilkunst einen Beitrag leisten zu können. Ich bin Nils Cooper und Pfarrer der Christengemeinschaft in Berlin-Wilmersdorf. Die Welt, in der wir uns heute befinden, die ja durch die Pandemie gezeichnet ist, zeichnet sich doch vielleicht vordergründig deshalb am meisten dadurch aus, dass wir immer stärker merken, dass die Krise, die uns von außen entgegenkommt, im Inneren und im Sozialen zu einer gewaltigen Spannung oder sogar Spaltung führt. Die Antworten, die wir im Moment in der Lage sind, auf diese Fragen des richtigen Umgangs und der richtigen Handlung im Angesicht einer globalen Krise zu geben, scheinen doch immer einseitig, einlastig zu sein und nicht wirklich ein ganzheitliches, befriedigendes, wirklich zu einem guten Neuanfang führenden Ansatz zu geben. Die Religion auf der einen Seite wird, so scheint es mir, immer stärker zu einer Angelegenheit des Privaten, des vielleicht im besten Fall noch Tröstenden oder einem Zufluchtsort, in den man sich fliehen kann, um vor der Grausamkeit des irdischen Daseins einen privaten Trost oder Halt zu finden. Und auf der anderen Seite ist doch zu sagen, dass die gesamte Pandemie in der Art und Weise, wie sie behandelt wird, von einer ganz eindeutigen und sehr einseitigen, wie ich sagen möchte, naturwissenschaftlichen Denkweise geprägt ist. Die Frage, wie in eine solche sich immer mehr auseinanderziehende Welt durch christliche Religion ein Heilungsimpuls oder auch ein in die Zukunft führendes Neues entstehen kann, soll die Grundfrage der heutigen Betrachtung sein, die ich zu dem Thema des Markus-Evangeliums anstellen möchte. Und zwar ganz am Ende. Ganz am Ende spricht der Auferstandene zu seinen Jüngern und gibt ihnen einen Auftrag, den man, so meine ich, nur als einen Heilungsauftrag verstehen kann. Ich möchte über diese Stelle gleich sprechen, aber vorherschicken, dass ich einige Grundannahmen mache, die ich Ihnen hiermit mitteilen möchte, damit Sie besser verfolgen können, wie ich meine Gedanken entwickle. Das Christentum kann man verstehen als eine Religion, die sich ganz auf die historischen Ereignisse von vor 2000 Jahren in Palästina bezieht, wo der Mensch Jesus von Nazareth in sich so weit gekommen ist, dass er sich als ein Gottessohn, als ein aus dem göttlich lebender Mensch begreifen konnte und durch sein Werk und sein Wirken Heilungstaten, Heil und neue moralische Kraft in die Welt gebracht hat. Das ist die eine, die heute gängige Sichtweise auf Jesus Christus. Und unter einer solchen Denkart ist die Nachfolge, also das Christsein in der Welt, ein Nacheifern diesem guten Menschen nach. Man kann, und das ist der Ansatz, den ich heute zugrunde legen möchte, aber auch einmal anders denken und sich vorstellen, dass das Drama, das das Christentum überhaupt notwendig macht, das Drama ist, dass der Mensch, der als ein freies Gegenüber für den Gott, der ihn erschaffen hat, angelegt ist, durch das, was wir gemeinhin Sündenfall nennen, abgetrennt worden ist von seinem göttlichen Ursprung. Und das wird häufig als eine Tragödie gesehen. Friedrich Schiller, der große deutsche Dichter, spricht in diesem Zusammenhang aber nicht von einer Tragödie, sondern von dem glücklichsten Moment, den die Menschheit je erlebt hat.
Denn im Abfallen aus der göttlichen Ganzheit wird der Mensch als Individuum in die Freiheit gestoßen, wird ein freies Ich, zumindest der Anlage nach. Der Christus, so wie ich ihn verstehe, ist der Teil der Gottheit, der sich um die Trennung des vom Ganzen abgefallenen Menschen wieder neu frei in ihn einzustiften, ganz sich zusammenzieht, man könnte auch sagen, hineinmeditiert in sein Geschöpf. Mit anderen Worten, die Schöpferkraft, der Logos, das allem zugrunde liegende, schaffende Prinzip, meditiert sich in sein von ihm abgefallenes Geschöpf hinein und sucht in ihm, so zu werden wie das Geschöpf selbst. Dann versteht man den Jesus Christus oder den Christus Jesus als das menschliche Wesen, in das sich der Logos, der Kosmos, inkarniert, eingewohnt hat, um in ihm die menschlichen Erfahrungen zu machen und im Überwinden von Leid und Tod über das abgetrennte Menschsein hinaus eine neue Verbindung zum Ganzen zu ermöglichen. Dieses liegt als Annahme meinen heutigen Betrachtungen zugrunde. Der Evangelist Markus beginnt sein Evangelium mit dem lauten Satz: Jetzt fängt die gute Botschaft neu an. Jetzt beginnt von Neuem das Wirken des Guten in der Welt. Und die Botschaft, die er meint, ist nicht ein Moralkodex oder eine Dogmensammlung, sondern der Christus selbst, Gott im Menschen, ist die Wirklichkeit, um die es geht. Das ist die Botschaft. Christus bringt keine neue Lehre. Er bringt sich selbst. Und er stiftet in den Menschen ein die Möglichkeit zum Leben und zum Überwinden alles Todes in der Materie. Und die Stelle, um die es heute gehen soll, steht nun ganz am Ende des Markus-Evangeliums, ganz am Ende des Weges, in dem dieses Gott-Menschenwesen Heilungen vollzogen hat am Menschen, man könnte sagen, indem er in den 3 Jahren, die er auf Erden gelebt hat, den Menschen einmal durchgeheilt hat. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein. Überall, solange er auf der Erde gelebt hat, hat der Christus versucht, im Menschen die Möglichkeit einer Wiederneubeziehung zur Erde, zum Dasein, zu sich selbst zu stiften. Und am Ende des 16. Kapitels des Markus-Evangeliums spricht der Auferstandene, der den Tod und das Leid überwunden habende Gott, der auferstandene Menschensohn, zu den Jüngern oder auch zu uns Menschen: Geht hin in alle Welt und verkündet der gesamten Schöpfung die Botschaft vom Heil. Und dann sendet er sie aus und beschreibt, was Menschen, die in diesem Sinne seine Jünger und seine Botschaft in die Welt tragen, was die auszeichnen wird. Und zwar sagt er: Sie werden Kraft meines Namens oder in meinem Namen Dämonen austreiben, neue Sprachen sprechen, mit ihren Händen werden sie Schlangen aufrichten,
Und wenn Sie Gift trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Den Kranken werden Sie die Hand auflegen und das wird Ihnen helfen. Am Ende des gesamten Erdenwirkens Christi steht der Auftrag des Heilers an seine Jünger, an die Menschheit, in seinem Namen selber Heiler zu werden. Der geheilte Mensch soll in Christi Namen selbst heilen. Ein gewaltiger Auftrag. Es scheint mir lohnend und wichtig zu sein, näher darauf einzugehen, was damit gemeint sein kann, dass dieser Gott im Menschen sagt, in meinem Namen. Denn es kann ja wohl nicht damit gemeint sein, dass man einfach nur behauptet, ich tue dies oder jenes im Namen Christi, sondern so scheint mir, es gilt, ein Verhältnis zu finden, eine Dynamik zu finden, was es bedeuten kann, in Christi Namen zu sein. In der Apokalypse des Johannes tritt der Auferstandene als weißer Reiter dem schauenden Johannes entgegen, als ein Reiter auf einem weißen Pferd, das ist in der Apokalypse im 19. Kapitel. Und ich lese eine Übersetzung von einem Theologen der Christengemeinschaft, Emil Bock. Ich sehe ein weißes Pferd und der Reiter, der auf ihm sitzt, ist einer, der den Glauben und die Erkenntnis wahrmacht. Durch seine Entscheidung und seinen Kampf entsteht das Sein des Moralischen. Seine Augen sind wie Feuerflammen, auf seinem Haupte leuchten viele Kronen, und ihm ist ein Name eingeschrieben, den niemand versteht außer ihm selbst. Der Christusname ist der Name, den niemand versteht, außer er selbst, oder der Christusname im Menschen ist der Name, den niemand versteht, außer mir selbst. Es gibt genau einen Namen, der für Sie alle und mich darauf zutrifft. Das ist der Name Ich. Ich kann ich nur zu mir selber sagen. Ich kann ich nicht zu Ihnen oder irgendeinem anderen Menschen sagen. Und ich werden kann ich auch nur durch mich und in mir selbst. Sodass ich als Grundannahme einmal annehmen möchte, dass der Name des Christus im Menschen der Ich-Name ist, oder noch weiter gefasst, das Ich im Menschen ist der Schauplatz, in dem eine Dynamik entsteht, in der der Mensch sich selbst und die Welt erkennen und in eine heilende Beziehung zu ihr treten kann. Vieles in der Gegenwart ist darauf angelegt, dass man sich selbst verwirklicht, dass man sich selbst findet und dass man sagt, ich bin ich. Ich glaube, im christlichen Sinne sagen zu können, dass dieses Aufsuchen des Ich eine große, angelegte und anspruchsvolle Aufgabe ist, die uns Menschen noch über viele Jahrtausende hin beschäftigen wird. Die Auseinandersetzung mit Christus, das Ich-Werden des Menschen in einem wirklich kosmisch verbundenen, mit der Erde, der Schöpfung, dem Geist verbundenen Art und Weise, ist die Aufgabe schlechthin.
Eine Grundfärbung des christlichen Wirkens, des Wirkens Christi, ist ja gerade die, dass er gekommen ist, um die Gegensätze zu vereinen. Nicht zu verurteilen, sondern auszuhalten, zu integrieren, ganz zu machen. Er ist ja bereit, nicht nur sich mit dem Guten auseinanderzusetzen, sondern er setzt sich bis in die letzte Konsequenz mit allen Tiefen und allen Höhen des Daseins auseinander. Ich-Werdung, so könnte man dann sagen, ist der fortwährende Wunsch und das fortwährende innere Aktivieren des Stehens in den Gegensätzen, des Begreifens der eigenen Freiheit, aber nicht verstanden als der Freiheit, die mich tun und lassen kann, was ich möchte, sondern die mich aufruft, mich in einer immer extremeren, immer mehr auseinandergefallenen, sinnentleerten Welt extrem in der Mitte zu verorten. Wenn man einmal schaut und sich vor Augen führt, mit welchen Kräften und welcher Lebenszuversicht, mit welcher inneren Gesundheit und Lebensbejahung man das eigene Dasein begonnen hat. Wenn man, abgesehen von konkreten Ereignissen, innerlich den Ort aufsucht, an dem man spüren kann, das sind die Kräfte, das sind die bejahenden, daseinsbejahenden Kräfte und Ideale und Vorstellungen, mit denen ich als Kind auf diese Welt angetreten bin, dann kann man den einen Punkt des Ich fassen. Also das Ich, so möchte ich sagen, ist ein sich in den Gegensätzen aufspannendes, freies Feld im Inneren. Das Aufsuchen der Kindheitsideale führt einen zum einen in herrlicher Weise zu einem Gefühl des Sinnhaften im eigenen Dasein und macht einem aber als erwachsen gewordener Mensch auch schmerzhaft deutlich, wie weit man davon sich selbst im Laufe des eigenen Lebens entfernt hat. Das Aufsuchen des einen Ich-Pols ist ein schmerzhafter und herrlicher Vorgang zugleich. Den anderen Pol, in dem man einen Ich-Bogen spannen kann, würde ich verorten wollen, da, wo man sagen kann, das ist der Ort, wo ich heute als Mensch im Dasein mich so ideell und frei fassen kann, wie nur irgend möglich. Also ein sich aufspannen mit dem noch nicht Erreichten und dem am Anfang Gewollten führt im Inneren zu einem schmerzhaften Bewusstwerden der eigenen Wirklichkeit und zur anderen Seite spannt es in einem einen Raum auf, in dem man zum ersten Mal, möchte ich sagen, vielleicht die Erfahrung machen kann, ich bin nicht nur, was ich geworden bin, ich bin nicht nur das, was ich nicht geschafft habe, ich bin nicht nur das, woran ich gescheitert bin oder was mich geprägt hat, sondern ich bin ein mit hohen Idealen angetretenes und eins, was noch werden will. In meinem Leben gibt es einen Pol, mit dem ich angetreten bin und einen Pol, der mir aus der Zukunft entgegenkommt, den ich nicht fassen kann, aber an den ich mich immer wieder ausstrecken kann und in dem ich spüren kann, was ich eigentlich werden will, was ich aus der Zukunft her werden möchte. Diese Dynamik wird einen immer vor etwas Unfertiges stellen und gleichzeitig einem die Möglichkeit geben, sich frei als Individuum immer mehr in der Welt zu verorten. Ich, nicht fertig, sondern ich
als ein in die Welt gekommenes, bejahtes, mich selbst bejahendes, strebendes, unfertiges, das den Willen hat, frei und groß im Dasein zu stehen. Das ist ein Weg zum Selbstverständnis, der weit hinausführt über das Opfersein oder über das deterministische Anschauen des eigenen. Und ich möchte als weitere Annahme sagen, dieses physisch-geistige Wesen, das ich dann spüre, das bin ich. Das ist aber mehr als ich, das wäre auch Christus in mir. Ich lebe, aber nicht nur ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Apostel Paulus in seinem Galaterbrief. Ich selbst, ohne diese Anstrengung, bin ein in der getrennten Materie angekommenes Wesen. Ich selbst, diese Tatsache bejahend und mich aufspannend in dem, was ich aus der Vergangenheit wollte und dem, was ich in der Zukunft sein möchte, öffne mich und werde welt- und selbstbezogen neu. Ich ziehe einen neuen Menschen an. Ich führe über mich hinaus, ohne die Wirklichkeit des Materiellen zu verneinen. Diesem Spannungsbogen des Ich im Menschen muss man, so denke ich, noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Denn ich werde ich ja nicht nur aus mir heraus, sondern ich werde ich ja im Austausch mit anderen und mit der Welt. Ich bin nicht nur in mir inkarniert, sondern vielleicht sogar noch viel mehr als das. Ich bin ins Dasein, in die Welt inkarniert. Ich bin in der Welt. Und es ist ja ein Signum unserer Gegenwart, dass sowohl das eigene Bewusstsein in der Welt, die mich umgibt, keine Wirkung des Geistigen sieht und dass mir auch aus der Welt nicht irgendwelche Geisterscheinungen oder so etwas entgegenkommen, sondern dass ich die Welt heute zunächst einmal nüchtern als Materie, als Sein, als zu erforschendes, naturwissenschaftlich zu betrachtendes Dasein ansprechen und anschauen muss. Und dennoch kann ich erst ein Verhältnis zu mir und zu dem in mir gespannten Ich-Bogen entwickeln, wenn ich zumindest auch anfänglich bereit bin, mich auch als einen Teil der Welt zu begreifen, an der Welt die Erfahrungen, die freudigen und die leidhaften, die fortführenden und die begrenzenden Erfahrungen zu machen, die mich immer mehr in mir selbst, zu mir selbst hin konstituieren. Das ist auch die Doppelbewegung, die wir in den Evangelien dem Christus zuschreiben. Er ist zum einen der Logos, der in den Menschen einzieht, um im Menschen genau dieses, die Möglichkeit zum freien Selbstwerden, Selbstwerden in Freiheit zu veranlagen, und der auf der anderen Seite sagt, mein Ort, der Ort, wo Verbindung, wo Heilung stattfinden kann, der ist ab sofort nicht der Kosmos, sondern ich bin in der Erde. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erdenzeit. Heiler werden im christlichen Sinne, so wie ich es verstehe und heute die Ehre habe, an sie heranzutragen, ist also
ein Begreifen des eigenen Seins, als ein Sein, das über mich hinausführt und göttlich durchdrungen ist mit dem Impuls, die Welt, die getrennt ist vom Ganzen, wieder zusammenzuführen. Und Ich-Sein bedeutet ich selbst, der ich ohne die eben genannte Anstrengung als ein rein technisch determiniertes Stoffwesen hier auf der Erde mit meinen Trieben und Leidenschaften und meinen Prägungen leben kann. Ich kann, wenn ich diese innere Anstrengung übernehme, eine Verbindung meines eigenen Seins mit dem kosmischen Kraftsein der Welt vollziehen. In seinem Namen. Ich lebe, aber nicht nur ich. Christus lebt in mir. Das große Privileg des Menschen und gleichzeitig die große Tragödie des Menschen, das, was Friedrich Schiller als den glücklichsten Moment der Menschheitsgeschichte beschreibt, ist, dass durch die Trennung des Menschen vom Geist er frei wird. Frei zum Guten und frei zum Bösen. Und zwar total. Wenn wir in die jüngere Vergangenheit unserer Menschheitsgemeinschaft schauen, dann sehen wir im letzten und vorletzten Jahrhundert diese Freiheit des Menschen sich mit Kräften verbinden, die das absolut Böse darstellen. Und wir sehen eine Entfaltung von Abgründigkeit im Dasein, die wir so noch nie vorher gesehen haben. Und heute auch sehen wir, dass das, was uns gerade in Atem hält, die Pandemie, die Zoonosen, die auf den Menschen übergegangen sind, der Virus, die Folge unserer Freiheit ist. Unsere Freiheit, die nicht in eben ausgeführten Sinne ein neues Verhältnis zum Ganzen sucht, die führt in die Katastrophe. Genauso führt meines Erachtens die Flucht in ein rein geistig-spirituelles der Welt entfliehen in die Katastrophe. Beides macht den Menschen letzten Endes unfrei und führt in die Einseitigkeit, in die Weltflucht oder in die Weltzerstörung. Geistiges und Physisches sind nicht mehr zu trennen. Die Welt ist der Ort, an dem der Mensch in Freiheit ein neues Verhältnis zum Dasein und in diesem neuen Verhältnis ein neues Verstehen von der geistig-physischen Wirklichkeit der Materie und sich selbst finden soll. Papst Franziskus hat in seiner letzten Enzyklika Laudato Si genau das interessanterweise auch angeführt. Er hat gesagt, dass wir eine neue Wechselbeziehung von Mensch und Erde brauchen. Wir müssen ein neues, tätiges Verhältnis zum Dasein finden. Im Markus-Evangelium lautet der Heilungsauftrag: Sie werden aus Menschen Dämonen austreiben. Man könnte das vielleicht verstehen als ein sich immer mehr in Entwicklung befindendes Ich wird im anderen Menschen auch ein geistig-physisches Wesen sehen können und es nicht so sehr
auf die Gespenster und Fehler der Vergangenheit determinieren, sondern immer mehr versuchen zu sehen, was will denn im anderen, so wie in mir, zukünftig werden? Was ist über das Dämonische, über das Abgründige hinaus in meinem Menschenbruder veranlagt? Und dann wird der oft so befremdliche und gefährliche Menschenfeind zu einem in Entwicklung begriffenen Menschenbruder, dem ich wie mir Entwicklungspotenzial zuspreche. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Die zweite Voraussage des Christus an den Menschen. Sie werden sprachlich die Dinge neu fassen. Sie werden die Welt mit ihrem Wort neu ausdrücken. Sie werden ihr eigenes Sein und das Sein der Welt, Tier, Pflanze, Stein, neu verstehen und neu aussprechen und es in eine Beziehung zu sich selber sprechen. Sie werden in der Art und Weise, wie sie das Dasein betrachten, selber schöpferisch sprechen. Sie werden Schlangen aufrichten. Die Schlange, das Bild des Versuchers im Paradies, das, so sagt es das Alte Testament, von Gott dann gezwungen wird, in der Materie dahin zu kriechen, in der Materie ein gottentleertes Dasein zu finden. Das soll geheilt werden, indem der Mensch die Erde geistig-physisch neu entdeckt und entsprechend an ihr handelt, indem er sie eben nicht ausbeutet oder so überdüngt, dass sie eigentlich nur noch sterben kann, oder die Tiere so verwertet, dass sie eben zum Keim von Krankheiten werden, sondern das Böse, das Gefallene, die Materie soll mit einem neuen Geistbewusstsein erfüllt werden. Wir sehen heute auf der ganzen Welt, dass das schon mitten im Gange ist, dass alternative Wirtschaftsformen, alternative Formen von Landwirtschaft, von Umweltschutz, dass ein ganz neues Verständnis des Planeten entsteht, den man eben nicht mehr nur als eine verfügbare, niedergestürzte Materienansammlung begreift, sondern immer mehr wächst doch heute auch schon in uns das Verständnis, dass die Niedergangskräfte im Materiellen aufgerichtet werden müssen. Und sie werden Gift trinken und es wird ihnen nicht schaden. Die aktuelle, sehr polar geführte Debatte um das Impfen lässt in beiden Extremen, sowohl in dem, wo man einfach sagt, mir doch egal, ich lasse das an mir machen, als in dem anderen extremen Pol, der sagt, auf keinen Fall, erkennen, dass es im Umgang und dem Annähern an so eine Frage wie zum Beispiel das Zu-sich-Nehmen von körperfremden Stoffen ein Vertrauen und eine innere Kraft im Ich notwendig ist. Ich glaube, dass die ganze Frage nach der Impfung und nach der Impfentscheidung nur dann wirklich gelingen kann, wenn ein freies Ich sagt, ich nehme das zu mir, ich nehme das in mir auf, weil ich weiß, dass ich stärker bin in meinem freien Stehen im Dasein. Und als letztes, sie werden den Menschen die Hände auflegen, den Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen Kraft geben, dass sie dem Leben wieder gewachsen sind. Der Mangel an Berührung, an körperlicher Nähe ist ja eines der größten Nebeneffekte, an der wir als Menschheit global im Moment zu leiden haben.
wenn ich in seinem Namen im anderen ein Wesen sehen kann, das eigentlich so wie ich dazu veranlagt ist, frei im Ganzen zu stehen, dann kann durch die Berührung, durch den Zuspruch, selbst dem Verlassensten, ganz unsentimental und jenseits von billigem Trost, durch die Berührung in diesem Sinne die Kraft zum Selbstsein heilend erwachsen. Das waren einige Gedanken zu einem Verständnis der heilenden Kraft des Christlichen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.